Willkommen zurück zu Dead Space 3. Wie man sieht, sind wir völlig woanders. Liegt daran, wir waren in der letzten Folge bei einer Nebenmission, und zwar unten in dem Waffenlager. Und eben gerade habe ich das Spiel neu geladen und aus irgendeinem Grund bin ich hier. Keine Ahnung wieso, aber wir sind hier. Und wenn wir hier reinschauen, keine Nebenmission mehr. Na gut, machen wir weiter mit der anderen Mission und gehen einmal hier drüben ran. Moment mal. Die müssen wir ja nochmal bauen. Aber jetzt haben wir doch zwei. Ja genau, zwei Stück. Oh, ein Bot ist wieder da. Na, dann gib mal her. Also, jetzt hätten wir die beiden hier. Dann machen wir die hier einmal hier hin. Können wir denn so eine demontieren? Nee, können wir nicht. Alles klar. Und die hier? Die geht's? Merkwürdig. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Alles klar, dann gehen wir mal hier drüben ran. Kapitel 12. So, eine Seite hätten wir. Wer war das? Geht sie nichts an? Bastard. Idiot. Moment mal, wer war wer? War hier jemand? Oh Gott. Müssen wir da rein? Von innen? Die Probe von innen nehmen? Und damit hätten wir Seite 2. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Moment mal, was? Ich? Ich muss da rein? Wieso nicht Sie? Sie ist die Wissenschaftlerin. Oh Gott, auch noch mit Norton. Oh Mann. Ich will da nicht rein. Es dampft. Allein schon der Geruch. Na gut, lass mich runter. Und keine Tricks da oben. Also, Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Klingt gar nicht so schwer. Endlich was Simples, oder? Genau. Tja, genau. Allein schon der Boden. Ich habe kein gutes Gefühl. Also, was haben wir hier oben? Okay, hier macht es Ping. Ping! Gott, Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Praktisch? Irgendwas rennt hier doch rum. Wow! Oh Mann, direkt hinter mir. Immer wieder die gleiche Nummer. Gott! Runter, runter, runter. Oh Mann, schon wieder die Dinger. Waren das alle? Oh, da kommen noch mehr. Ah, verdammt, keine Munition. Isaac, alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken.
Wieso zur Hölle immer wir? Und? Nee. Aber der hier. Der sieht gut aus. Nicht schon wieder diese Scheiße. Okay. Kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Noch eine. Da waren wir schon. Hier drüben. Hier können wir noch hin. Nee, da waren wir auch schon. Der hier? Der hier. Isaac, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Okay, Norton, hol mich raus. Norton? Hey, Norton! Oh, Mann! Oh Gott, oh Gott, das wird unangenehm. Oh nein, 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 nein! Ah! Noch mehr. Alles klar, hauen wir sie weg. Oh, wie viele kommen denn da noch? Medipack, Medipack. Unbedingt ein Medipack. Okay, das war hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchten. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Hui, was für eine Welle. Bleib, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Wir beide und Norton. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! 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 Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. Ach komm, war ja klar. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen einmal hier drüben hin. Können wir hier rein? Nope, können wir nicht. Also gehen wir gleich weiter. Ja, ja, immer dieser Norton. Keine Ahnung, was er vorhat. Erstmal hier ran. So, die hier wieder hier drüben hin und die wieder hier hin. Und dann gehen wir... Moment, Moment, Moment. Dann gehen wir weiter. Gleich mal hier ein Medipack. Hier lang.
Oh, Munition. Ich bin froh, wenn wir von dem Ding wegkommen. Wolfram, sehr schön. Sowas kann man immer gebrauchen. Gar nicht, welchen Ärger sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, sie versprach mir ein Schiff, Danik. Wir hatten einen Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Hat sie das hergebracht? Hier! Oh Mann, Norton hat uns verkauft. War ja klar. Okay, wir bekommen Besuch. Das sind drei von denen, hinter dem Felsen. Verdammt, wie ist Stanik auch nur weggekommen? So ein Lacker. Einen hätten wir. Okay, den nächsten. What? Oh mein Gott. Ach du Scheiße! Wieso zur Hölle retten wir Norton? Wir haben ganz andere Probleme. Okay. Was machst du hier? Kleine Babys? Einfach hier reinballern. Mitten ins Zentrum. Ah, die Kleinen hier wollen mir auf die Nerven gehen. Wow. Es will mich saugen. Oh Mann. Okay, wir brauchen hier die Rolle. Einfach die Rolle machen. Erstmal so ein Medipack einwerfen und dann die Rolle machen. Neue Babys. Schießen Sie auf die gelben Stellen? Ja doch. Ich glaube, wir machen es nur wütend. Nein, es funktioniert. Das sieht gut aus. Das krieg ich hin. Okay, jede Menge Babys. Oh,
Da hat Mama zugehauen. Gleich mein Medipack. Zweimal die Rolle. Direkt rein. Super. Okay. Oh Mann. Oh Mann, es saugt mich. Oh Mann. Wir sind noch am Leben. Aber wie lange? Oh, was kommen hier für Dinger? Alles klar, hier unten drauf. Noch mehr Schwimmer. Nochmal ein Medipack hier reinwerfen. Eins da drüben lebt noch. Alles klar. Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lange. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Wie soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Scheiß auf Norton. Oh, ich hab ihm mal Schuhe. Alles klar. Soll er sich ruhig verwandeln hier? Ohne Beine, ohne Arme, ohne Schädel? Wird schwierig. Kapitel 13. Und weiter geht's. Nachdem wir in diesem riesigen Ding waren. Wir müssen hier lang, aber erstmal hier rein. Alles klar. Haben wir noch Munition? Wenig Munition, okay. Dann machen wir hier eine ganze Ladung. Dann schauen wir hier nochmal. Medipacks haben wir mehr als genug. Und die hier, zack, yo, verkaufen wir. Und Moment, verkaufen wir. Alles klar. Gleich mal hier heilen. Hier drüben noch hin. Was haben wir hier? Ein paar Ressourcen. Und weiter geht's. Mann, was für eine Kreatur. Die sehen wir bestimmt wieder. Isaac. Wo ist Robert?
Liste. Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Tja, nur noch wir vier. Ich nehme Ellie. Okay, gehen wir nach oben. Wow, coole Idee. Und hier kommen die Brocken runter. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen, hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren Weg. War ja klar, dass wir wieder als erstes gehen dürfen. Wow. Es bröckelt hier. Aber gleich sind wir da. Noch ein kleines Stück. Okay, wir sind oben. Nein. Wir müssen noch weitergehen. Hui, war ja klar. Zack, einmal hier rüber. Okay, wir sind gleich oben. Mann. Der Berg ist ja riesig. Also bis wir da ganz oben sind, wo wir hin müssen, haben wir noch einiges zu tun. Wow. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre angesteckt hat. Ja, Norton ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso doof. Also, Moment mal. Wir machen hier alles. Wir besiegen diese ganzen Kreaturen. Wir waren eben gerade in diesem riesigen Monster drin. Wir sind hier oben, wo auch immer wir sind. Ich meine, wenn wir nicht alles machen, wer dann? Im Grunde sind wir der Idiot. Irgendjemand ist hier oben. Da drüben. Da hackt jemand rum. Das kann doch kein Nekro sein. Was machst du hier? Wow, der hat sich sein Bein abgehackt. Da fehlen mir sogar die Worte. Jetzt kommen seine Freunde hier. Noch am Leben? Der andere da hinten definitiv. Oh, hier kommen noch einige. Okay. Irgendwo da drüben rennt noch einer rum. Gleich mal hier ein Medipack nehmen. Immer noch am Leben.
Na jetzt aber. Bada bing. Bada bum. Okay, hier kommen wir raus. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter! Hinter mich! Ah, Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen! Ellie! 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 Ah! Ellie! Oh Mann, was ist da unten nur schon wieder los? Okay, wir haben eigene Probleme. Da drüben kommen sie. Und immerhin haben die da unten John. Das ist ein guter Mann. Der kriegt das hin. Da kommen doch noch bestimmt mehr. Na, wo bleiben sie? Genau hier drüben. Oh, wow, 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 hinter mir. Noch einer. Und noch einer. Hui. Waren das alle? Nein, da kommt sogar noch einer. Okay. Oh. Medipack rein und wie sieht's aus? Wir brauchen Munition. Aber hier oben finden wir bestimmt keine Werkbank. Mitten im Schnee. Andererseits vielleicht sogar doch. Nee, keiner. Und ich dachte schon, wir hätten da oben eine. Okay, weiter geht's nach oben. Irgendwo hier rennen sogar noch Negros rum. Oben sind noch mehr. Und sogar noch einer, der lebt ja sogar noch. Wir brauchen unbedingt Munition. Okay, wir sind oben. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Irgendwo hier ist schon wieder so eine Kammer in der Nähe. Wer brüllt? Der hier drüben. Wow, 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 wow. Mach die Rolle, Isaac. Oh Mann, da kommen einige. Okay, da kommt noch einer. Mr. Explosions. Boah, Mann. Miese Nummer. Vorne gelockt, hinten rangekommen. Na, wo bist du, mein Freund? Wo rennst du rum?
Den kriegen wir noch. Nach da hinten. Einmal das Beinchen weggezogen und... So. Ein Problem weniger. Oh, was kriegen wir hier? Einen weiteren Bot. Sehr schön. Was haben wir hier noch? So ein Artefakt. Okay. Braucht niemand dennoch. Nehmen wir mit. Aber einen weiteren Bot. Super. Jetzt haben wir drei. Gut. Ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden. Aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke, Ellie. Keine Panik, Ellie. Wir überleben alles.